Hallo Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer Pilztour Ende Oktober. Ja, es hat die vergangene Woche über immer wieder mal kräftig geregnet. Das ist mal gar nicht mehr gewöhnt gewesen. Und ja, da bin ich heute mal wieder unterwegs, um zu schauen, ob sich pilzmäßig irgendwas getan hat. Ein bisschen Hoffnung habe ich, weil ich vor einer guten Woche auch schon mal schauen war und da hat sich zumindest ein bisschen was gezeigt. Also wir werden mal schauen, was es heute hier so geben wird. Ich will vor allen Dingen mal schauen, ob es Reizker gibt. Gehe hier mal durch den Kiefern und auch durch den Fichtenwald und bin ganz gespannt. Also begleitet mich wieder auf diese Tour und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Film. Ja, und das Erste, was sich heute hier finden lässt, ist ein wunderschöner Fliegenpilz. Der versteckt sich hier so ein bisschen im Moos. Hier kann ich euch mal einen wirklich wunderschönen Pilz zeigen. Das ist der Goldfellschüppling. Das ist wirklich ein sehr, sehr farbenprächtiger Pilz. Also der sticht hier wirklich sehr heraus gegen das Grau von diesem alten Laubbaum. Wunderschön. Ja, diesen Baumstumpf hier teilen sich ein rehbrauner Dachpilz und der grünblättrige Schwefelkopf. Hier ganz ungewöhnlich steht mal ein einzelnes Stockschwämmchen. Die kommen ja in der Regel in Büscheln vor. Wir schauen uns das mal an, aber man sieht hier sehr schön die Schüppchen am Stiel. Also das ist hier ein Stockschwämmchen und das eine nehme ich mit. Das ist der erste Pilz für den Sammelkorb. Die nächste Art für heute ist der Birkenmilchling. Aber ihr wisst ja, das ist kein essbarer Pilz und deswegen bleibt dieser natürlich hier. Hier auch mal wieder etwas zum Zeigen. Das ist hier wieder der grünblättrige Schwefelkopf. Auch sehr schöne frische Exemplare. Aber leider eben nichts für den Sammelkorb. Ja, dieses Jahr ist für die falschen Pfifferlinge wohl ein gutes Jahr. Die bleiben natürlich hier stehen, aber die lassen sich hier eben auch wiederfinden. Also dieses Jahr habe ich die schon wirklich häufig gesehen. Hier hat sich doch direkt mal ein Täubling finden lassen. Das ist hier der grasgrüne Täubling. Muss mal schauen. Ja, der sieht noch ganz ordentlich aus und ich denke, der wandert mit in den Sammelkorb. Ich bin jetzt schon eine ganze Weile hier im Kiefernwald unterwegs und muss leider sagen, dass sich bisher noch kein einziger Reizker finden hat lassen. Es ist auch sonst nicht allzu viel los. Hier gibt es wirklich nur so ein paar vereinzelte Funde. Das ist natürlich nicht so schön. Ich hoffe, es ändert sich heute noch. Ich werde immer wieder mal den Wald wechseln, gehe auch noch mal in den Fichtenwald und werde mal schauen, wie es dann dort aussieht. So Leute, jetzt kann ich euch endlich mal etwas Erfreuliches hier zeigen. Das ist der erste Edelreizker für dieses Jahr. Na, das ist doch schon mal was. Auch wenn es jetzt hier überall recht bescheiden aussieht. Aber immerhin hier dieses Stück kommt natürlich mit in den Sammelkorb. Ja, und wenn ich hier ein bisschen rüberschwenke, na, da steht doch noch einer. Also das sieht natürlich fein aus. Sehr schön. Also das freut mich natürlich wie verrückt. Jetzt zeigen sich hier endlich mal die Edelreizker. Für uns natürlich sehr, sehr spät im Jahr. Ich habe die ja um die Zeit immer schon gut finden können. Na, vielleicht entwickelt sich hier in nächster Zeit noch ein bisschen was. Ja, und immer wieder gibt es hier quasi mal als einen schönen Farbtupfer Fliegenpilze zu sehen. Hier ein sehr schöner. Und wenn ich hier an diesem Birkenast weitergehe, da findet sich hier doch ein schöner Birkenporling. Immer wieder finden sich hier Schwefelköpfe, aber leider immer nur die grünblättrigen. Das wäre natürlich schön, wenn ich heute mal den graublättrigen finden würde. Auch wenn die hier schön anzusehen sind, sind die natürlich nichts für den Sammelkorb.
So Leute, jetzt fängt es hier ordentlich an zu regnen. Das ist natürlich ein bisschen unangenehm heute, weil es ist recht kalt geworden. Ja, wir haben hier vielleicht so 5 Grad heute, wo ich heute früh los bin, waren so 3 Grad. Also es wird ein bisschen ungemütlich. Mal schauen, ob ich hier noch weiter drehen kann. Ja, ich bin jetzt hier in einem Lärchenwald unterwegs, in der Lärchenallee. Bis jetzt haben sich hier noch keine typischen Lärchenbegleiter so finden lassen, also kein Goldröhrling oder etwas Ähnliches. Aber hier habe ich etwas gefunden, das kann ich euch mal zeigen. Das ist der dottergelbe Spateling. Den hatten wir ja voriges Jahr hier zum ersten Mal gefunden. Ich habe da hier jetzt auch Ausschau gehalten und hier stehen tatsächlich wieder welche. Also ist ein relativ seltener Pilz, den ich euch hier mal zeigen kann, wächst vor allen Dingen wie hier im Lärchenwald. Na, zumindest einen typischen Röhrling für den Lärchenwald kann ich euch mal hier zeigen. Das ist der graue Lärchenröhrling. Aber ihr seht schon, der ist sehr, sehr alt. Der bleibt natürlich hier stehen. Der wäre durchaus essbar, wenn auch nicht so ein Dollarspeisepilz. Ich lasse die eigentlich auch in der Regel stehen. Und der hier natürlich bleibt ohnehin stehen, weil er schon zu alt ist. So, ich bin jetzt hier im Fichtenwald angekommen und da gibt es hier immer solche Streifen mit Reisighaufen und da schaue ich immer mal nach den Schwefelköpfen und hier vorn bin ich endlich mal fündig geworden, immer wieder grünblättrig gefunden und hier gibt es tatsächlich mal den graublättrigen Schwefelkopf. Ich zeige euch den jetzt hier nochmal schön, hier seht ihr schön die hellgrauen Lamellen und vor allen Dingen den Stiel kann man sehr schön unterscheiden. Hier haben wir so einen weißlichen Stiel, der zur Basis hin so beige-bräunlich wird. Also ich schaue jetzt hier natürlich ein bisschen rum. Ich hoffe, es finden sich noch ein paar mehr, dass sich zumindest hier von diesen tollen Speisepilzen einiges für das Körbchen mitnehmen lässt. Ja, ansonsten sieht es hier auch in dem Fichtenwald nicht so doll aus. Hier steht ja in der Regel alles voll mit Pilzen, aber heute ist es sehr, sehr bescheiden. Ja, auch hier wieder eine kleine Gruppe mit dem graublättrigen Schwefelkopf. Normalerweise wachsen die ja auch in großen Mengen, in Büscheln. Also hier stehen sie eher einzeln, aber die nehme ich natürlich mit. Gehe hier nochmal ganz gründlich die Stellen hier ab. So, ich gehe jetzt immer diese Schneisen hier mit diesen Reisighaufen ab. Da hat man immer mal eine Chance, Schwefelköpfe zu finden. Wir gehen hier einfach mal ein bisschen rum. Ach, hier drüben gibt es mal wieder ein paar Fliegenpilze. Die sind natürlich schon ziemlich alt hier. Ja, es sieht hier wirklich dieses Jahr weiterhin bescheiden aus. Ansonsten hier der Fichtenwald steht um die Zeit immer voller Pilze. Ach, hier habe ich was. Na, schaut mal, hier ist ein Stumpf und hier gibt es ein paar Schwefelköpfe dran. Wir schauen gleich mal, was es ist. Genau, das ist wieder der graublättrige Schwefelkopf. Also hier lassen sich doch ein paar finden. Immer wieder steht hier auch der grünblättrige dabei, aber das hier ist sehr schön ein graublättriger Schwefelkopf. Man muss hier wirklich gut aufpassen zwischen diesem Reisig. Da stehen immer wieder die Schwefelköpfe. Hier auch wirklich ein sehr, sehr schönes Exemplar. Wieder ein prima graublättriger Schwefelkopf. Also ich denke mal, hier kommt doch einiges zusammen. Aber hier muss man wirklich gut schauen. Hier hat man eben wenig Stümpfe, mehr eben so dieses Reisig. Aber da wachsen die natürlich auch drauf. Hopsala. Na, du sollst in den Korb rein. Ja, mitunter verbergen die sich hier komplett unter den Zweigen. Ich werde hier mal ein bisschen nachhelfen müssen. Na prima, sehr schön. Na, ich denke mal, hier kommt doch ein bisschen was zusammen. Jetzt gibt es hier mal einen schönen Vergleich. Hier in der Hand habe ich einen graublättrigen Schwefelkopf. Ihr seht hier, hier sind noch weitere an diesem Stumpf. Die schauen wir uns jetzt auch mal an. Ich weiß allerdings schon, was es ist. Wir nehmen hier mal einen raus. Und ihr seht schon, hier haben wir einen grünblättrigen Schwefelkopf. Also von oben rein vom Hut ist da wirklich eine große Ähnlichkeit. Wenn ich mir jetzt hier die Lamellenfarbe anschaue, da sehen wir schon im direkten Vergleich den Unterschied. Und vor allen Dingen auch die Stielfarben sind eine ganz andere. Also hier der graublättrige mit diesem weißlich-beigefarbenen Stiel und der grünblättrige mit diesem leuchtend gelb-grünen Stielfarben. Aber hier haben wir schön mal direkt einen Vergleich. Ja, die beiden Arten wechseln sich hier wirklich überall ab. Man muss hier wirklich schauen.
Das ist gar nicht so einfach, muss man wirklich genau hinschauen. Ich habe gerade so bei mir gedacht, ich müsste doch mal was anderes finden und hier stehen doch mal ein paar Fichtenreizker. Also das freut mich, dass hier noch ein paar Reizker dazukommen. Voriges Jahr habe ich mir ja auch die Fichtenreizker mal gebraten und ich muss sagen, die sind wirklich auch gute Speisepilze. Die nehme ich natürlich gern mit. Die stehen hier in so ganz jungen Fichten. Da ist einer, hier vorne ist glaube ich noch einer. Ja, prima. Das sieht doch nicht schlecht aus. Und wenn ich hier rüber gehe, ist glaube ich noch einer. Sehr schön. Na, der sieht ja auch prima aus. Also ein paar schöne Fichtenreizker können natürlich gern mit in den Sammelkorb. Sehr schön. Ja, und immer wieder treffe ich mal auf hier so kleine Gruppen mit dem graublättrigen Schwefelkopf. Das ist eine schöne Sache und die wandern natürlich wieder mit in den Sammelkorb. So, Pilzfreunde, hier lässt sich doch eine weitere Pilzart finden. Der ein oder andere hat diesen Pilz vielleicht schon erkannt. Sehr schöne violette Farben über den ganzen Pilz. Das ist hier der violette Rödelritterling, also ein ganz feiner Speisepilz, typisch so für den späten Herbst. Hier muss man natürlich aufpassen wegen der Verwechslungsgefahr mit violetten Schleierlingen. Hier muss man natürlich darauf achten, auf die Lamellenfarbe. Bei den violetten Schleierlingen haben wir braunes Sporenpulver, das würde die Lamellen hier verfärben. Dann hätten wir natürlich den Schleier, die Cortina, die man dann zumindest in Resten noch am Stiel und oft auch am Hutrand feststellen kann. Also den Pilz sollte man schon gut kennen, aber ansonsten kann man den dann eben bei entsprechender Kenntnis einsammeln. Das ist wirklich ein prima Speisepilz. Der erste übrigens für dieses Jahr. Ja, auch hier gibt es wieder eine sehr schöne Gruppe mit dem graublättrigen Schwefelkopf. Die sind natürlich hier ganz prima. So finde ich die eben meistens. Also hier wirklich eine sehr schöne Gruppe von ganz frischen und jungen Exemplaren. Also mit den Schwefelköpfen hier, mit den graublättrigen, geht es wirklich so weiter. Hier auch wieder eine sehr schöne Gruppe. Das sieht wirklich gut aus. Ich muss hier echt gut aufpassen. Also auch hier sind wieder ein paar kleine Frische. Und wenn ich hier rüber schaue, hier leuchtet richtig was. Ihr seht schon, das ist wieder ein sehr, sehr schöner Fliegenpilz. Also jetzt macht es langsam hier doch eine Menge Spaß. Es ist ein bisschen mühselig, muss ich sagen. Also das ist schon etwas bescheiden, aber immerhin hier in dem Fichtenwald lässt sich eben doch einiges wiederfinden. Ja, Pilzfreunde, auch diese wunderschöne Gruppe mit dem graublättrigen Schwefelkopf möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich denke, es war eine gute Entscheidung, hier in dem Fichtenwald zu gehen. Also bisher hat es sich hier wirklich ganz gut gelohnt. So, Pilzfreunde, jetzt habe ich hier wieder etwas gefunden. Das wird vor allen Dingen meine Frau besonders freuen. Das sind hier wieder violette Rödelritterlinge und hier stehen doch einige davon. Also hier mal wieder euch das zu zeigen. Einfach mal und ich gehe hier mal rum. Hier stehen mehrere. Also hier auch wieder eine sehr schöne Gruppe. Ja, das ist natürlich eine feine Sache. Das ist wirklich ein guter Speisepilz. Und bisher hat man dieses Jahr noch nicht das Glück, die zu finden. Und hier gibt es doch gleich mehrere davon. Also hier muss ich mal ganz gründlich abgehen. Hier scheint auch einer zu sein. Ach, hier drüben ist noch so ein kleiner. Sehr schöne Sache. Also die kommen natürlich mit in das Sammelkörbchen. So Leute, schaut euch mal diese schöne Gruppe an Schwefelköpfen an. Die sind hier alle an diesem Stumpf dran. Und wenn ich mich nicht ganz irre, von oben ist das ja gar nicht immer so einfach, sind das hier wieder graublättrige Schwefelköpfe. Wir schauen uns das gleich mal an. Wir drehen den um und siehe da, das sind graublättrige. Das ist natürlich wieder eine feine Sache. Also auch die hier kommen natürlich wieder mit in den Sammelkorb. Sehr schön. Also hier lohnt es sich wirklich mal ganz gründlich abzugehen. Sehr schön. Ja, die Artenvielfalt ist doch hier an der Stelle ganz enorm. Also hier gibt es mal Felblinge, die lasse ich jetzt allerdings stehen. Ja, und wenn ihr hier genau hinschaut, hier ist sowas ganz, ganz Winziges. Das kann ich jetzt natürlich nicht bestimmen.
Ja, also wenn man hier genau hinschaut über den Boden in das Moos, da lässt sich doch eine ganze Menge an Pilzen entdecken. So, Pilzfreunde, das muss ich euch hier nochmal zeigen. Das hört gar nicht auf mit den graublättrigen Schwefelköpfen. Also hier auch eine ganz wunderbare Gruppe. Hier sind überall noch welche versteckt. Also hier lohnt es sich definitiv. Also ich bin ganz happy. Hier mit den Schwefelköpfen habe ich heute gar nicht so direkt gerechnet. Aber die sind natürlich ganz toll. Da freue ich mich drauf. Ein richtig guter Speisepilz. Muss man natürlich gut unterscheiden können von allem, was so büschelig an Holz wächst. Ja, da muss man sich gut auskennen. Aber wenn man diesen Pilz einmal kennengelernt hat, dann ist das wirklich ein lohnender Speisepilz für das Körbchen. So, Pilzfreunde, ich bin jetzt aus dem Fichtenwald raus. Da war ich wirklich richtig erfolgreich. Gehe jetzt hier durch einen Pappelwald. Hier sind links, rechts überall Pappeln. Da kann man um die Zeit auch den Pappelschüppling finden. Ein ganz hübscher Pilz. Der wächst hier dann gern auf den Stümpfen, wo die Pappeln abgesägt worden sind. Ja, ich muss sagen, das Wetter wird jetzt immer ungemütlicher. Es hatte sich vorhin so auf so Nieselregen eingepegelt, aber jetzt wird es immer stärker. Also es wird wirklich ungemütlich. Ich möchte auch langsam wieder zum Auto zurück. Ich werde natürlich unterwegs noch mal schauen, ob sich irgendwas finden lässt hier, das ist klar. Ansonsten werde ich mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Es hat trotz des schlechten Wetters heute viel Spaß gemacht. Es hat sich gelohnt, muss ich sagen. Mit so viel habe ich heute nicht gerechnet. Vor allem der Fichtenwald war natürlich ganz toll. Ansonsten bleibt es immer noch etwas verhalten und bescheiden. Aber vielleicht tut sich in den nächsten Wochen noch etwas bei mir. Vorausgesetzt, das Wetter bleibt mild, die Temperaturen im Plusbereich. Da kann schon noch einiges kommen. Na, ich bin jedenfalls gespannt. Ja, zum Schluss gibt es natürlich wie immer und gewohnt den Blick in den Korb. Ansonsten werde ich mich jetzt an dieser Stelle von euch verabschieden und vielleicht sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Also bis dahin, tschüss!